Am vergangenen Sonntag, kurz vor 10:30, war es soweit. Der diesjährige Weihnachtsbaum wurde per THW-Eskorte zu seinem letzten Bestimmungsort, dem Güstrower Marktplatz, gebracht. Die gut 10 Meter hohe Blaufichte wurde von einer Familie aus Hegerfelde gesponsert und ziert nun bis Ende Dezember das Zentrum der Barlachstadt. 6 Helfer des THW-Ortsverbandes waren mit 3 Fahrzeugen vor Ort, um zusammen mit 5 weiteren Mitarbeitern des städtischen Bauhofes den stolzen Baum fachgerecht und sicher aufzustellen. Jeder Handgriff muss nun sitzen, damit der Baum nicht in Schieflage gerät und ungewollt zu Boden kracht. Während mit schwerem Gerät die Fichte oberhalb gestützt und in Position gebracht wurde, mussten per Kettensäge die unteren Äste und Triebe entfernt werden, damit der Stamm sicher in die Erdbuchse eingeführt werden konnte. Mit Kies und Kanthölzern erfolgte dann die finale Absicherung. Im Laufe der nächsten Tage erfolgt dann noch das Anbringen der Lichterkette, damit der Baum auch im Rahmen des Güstrower Weihnachtsmarktes die Besucher erfreut und festlich strahlt und somit die vorweihnachtliche Stimmung steigen lässt.